Es gibt ein kleines Funktionsupdate, was ich kurz vorstellen möchte. Und zwar haben wir auf Wunsch einiger Kunden die Beiträge jetzt übersichtlicher gestaltet, in der Beitragsverwaltung, damit man dort auch schneller Beiträge wiederfinden kann. Ich gehe jetzt mal in die Beitragsbearbeiten Übersicht. So, und hier waren vorher die Beiträge, wenn viele Abteilungen da dran hängen, war das sehr unübersichtlich, weil das dann sehr jeder Eintrag hier sehr hoch wurde. Und hier sieht man jetzt, hat jeder Eintrag belegt nur eine Zeile. Das macht schon mal das Ganze übersichtlicher. Und wir haben jetzt hinzugefügt, hier sieht man diese bunten Punkte. Hier oben sieht man, ne, das ist ein öffentlicher Beitrag. Dieser Beitrag hat eine Umfrage angehängt. Und anhand der Farbe kann man sehen, ob die Umfrage zeitlich bereits beendet ist. Ne, wenn ein Enddatum angegeben war, hier in dem Fall, wenn die rot sind, sind die beendet. Grün läuft noch. Und das gleiche auch für die angehängten Lesebestätigungen. Und das Schöne ist, man kann das jetzt hier über die Eigenschaften hier oben auch filtern. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur mal alle Beiträge mit einer Lesebestätigung sehen will, dann filtert er mir die ganz schnell raus und ich kann per Klick dies wunderbar schnell erreichen. Außerdem, jetzt kann ich den Filter hier auch wieder wegklicken, kann ich natürlich auch nach Umfragen filtern oder nach öffentlichen Beiträgen. Also finde ich sehr schnell die Beiträge, wo irgendwas angehängt ist, was relevant ist, weil ich da nochmal checken muss, wie das dann abgelaufen ist. Und zusätzlich haben wir hinzugefügt, eine Möglichkeit, Favoriten zu setzen. Das heißt, Beiträge, die man immer wieder verwendet, für neue Mitarbeiter zum Beispiel, kann man jetzt als Favoriten setzen. Das heißt, ich würde dann in diesem Beitrag, würde ich jetzt raufklicken und kann hier, wenn ich jetzt auf Bearbeiten klicke, hier oben das Sternchen markieren, dann wird das gelb und dann habe ich hier quasi einen Favoriten gesetzt und kann das dann auch schnell danach rausfiltern. Man kann da jetzt keine Kategorien anlegen, das war uns dann wieder zu kompliziert. Wir wollen es ja so einfach halten, wie es geht, aber für die wichtigen Beiträge, die kann man jetzt sehr schnell rausfinden. Ich denke, das macht dieses Arbeiten mit Artikeln, mit Beiträgen wesentlich einfacher.